Okay, willkommen zurück zu Conker Left and Bloated. Seit langem kein Part mehr. Aber wir machen weiter. Endlich. So. Letztes Mal tut es mir wirklich leid, wenn ich einstelle, muss ich noch. Wenn ich das sage, spreche ich noch ein bisschen. Es tut mir wirklich sehr leid für letztes Mal, für diesen schnellen Partabbruch, aber mein Ding ist voll gewesen, meine SD-Karte. Naja, jetzt machen wir wieder gescheit weiter. Und hier ist ein Weg noch und wir können uns voll saufen. Hier. Yeah. Jetzt habe ich in letzter Zeit auch sehr viel Banjo aufgenommen und habe nicht so viel Bock zu auf Conker gehabt. Aber jetzt habe ich wieder voll Bock, weil ich dachte, im Osterferien das Original kriegt für die Nintendo 64. Von ein paar aus meiner Klasse. Und ich danke denen. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich das Let's Play da. Das kommt auf jeden Fall. Wahrscheinlich nicht bald, aber ich werde da erst einmal ein Dankesvideo raufladen. Und ja, wir pissen gerade die Feuerteufel aus und werden wir das lustigerweise machen. Ich werde da auf jeden Fall so ein fettes Dankesvideo raufladen, dass es nicht mehr normal ist, weil. Weil ich finde, das ist Mario 64 mein Lieblingsspiel. Das ist auch ein Wegknopf, aber ich glaube, den braucht man gar nicht. Oh, kommst du? Ich würde gerne noch einen und noch einen. Ach, da ist auch noch einer. So. Okay, ein neuer Bosskampf, ein Ofen mit Eiern. Ja. Okay, ich sag mir jetzt mal gar nichts dazu. Und da fließt jetzt Kacke raus und dann können wir ihn mit zwei Ziegelscheinen die Flöten zusammenhauen. Und das tut weh. Ich glaube, das tut mir echt auch sehr, sehr weh. So, schnell weg und zur nächsten Stelle laufen. Die zieht uns jetzt lange nicht, glaube ich. Hacke, hacke. Oh, jetzt dreht er sich hier. Jetzt dreht er sich. Genau. Und zack. Dann haben wir's. Warte, ich freue mich schon so stark auf das Original. Ich hoffe wirklich, dass ich es bekomme. Oh, bitte. Hoppe, hoppe. Jetzt dreht er sich, ja, bitte. Das gibt's doch nicht. Jetzt. Und zack. Noch einmal. Und wir haben's! Yeah! Boah, jetzt hat er mit allen drauf, was er hat.
Und da wird er kastriert. So, den hat's zerfetzt. Das sind die zwei Kluten und die brauchen wir. Und hier hinschieben. Eine, dann geht das lustige Ding auf. Und die zweiten. Gehst du bitte weg? Packt er da fest. Und zack. So. Ich bring den da jetzt wieder hin. Gut. Und raus. Und jetzt der Ort kommt uns wieder bekannt vor. Das ist das Geld. Yeah, endlich. So, you want some great stuff? Ja. Yeah. Cash prizes. So. Und raus. Jetzt sind wir wieder da. Oh, good ladies! Now, yes, the money! Now, give us back our money, honey, and you'll get your dollar. Was, nur ein Dollar? What? A dollar? Yes, yes, no, 10 cent, as we agreed, now. One, two, three, 10. $10. Oh. I'll tell you what. Here's a new deal. I keep the lot. See ya. Oh, a chick. Just a minute here, you. What do you think you're doing? That's all my... What? No. Oh, ladies. Never mind the money for now. I think it's time we were off. Tally-ho. Okay. Scheiße, jetzt ist er los. Und der ist natürlich aggro wie Sau. Scheiße. Die erste Katze habe ich schon. Der weiße Hai ist das natürlich nachgemacht, ist klar, oder? Kann der Depp auch noch nicht so. Und jetzt, wie kommen wir an das Geld da oben? Das ist so geil. Ja, da oben ist dann noch Geld. Sogar. Dumm, dumm, dumm. Also, wer hat sich das ausgedacht? Ich find's so genial. Das waren 10 Dollar. Wir haben 710 Dollar gesammelt bis jetzt. Und da sind zwei. $200, okay. So,
Na, da rein. Ja, klar. Alle da rein natürlich. Cool. I'll be able to get rid of my mortgage. And buy my car. Excellent. Ja, brauchst noch ein bisschen mehr Geld. Ist ja wurscht, wir kommen jetzt wieder zurück. Wir haben das Kapitel abgeschlossen. Yeah. Achten Part. Cool. Sind eigentlich ganz gut dran. Ja, was noch kommt, das wird so geil. Ich freue mich ehrlich gesagt sogar auf die Dinge. Auf die Steinzeitwelt. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt. Da fließt die Kacke rein. Das ist aber in der Nintendo 64 Version noch ekelhafter, weil die fließt da direkt. Also die ist nicht so nur ein bisschen fließend, sondern da fließt alles runter. So. Gehen wir wieder rein. Yeah. Und jetzt haben wir ja hier noch die Kackebällchen und jetzt müssen wir den da nach hoch, nach oben, nach hoch, like a blally, nach oben rollen. Upper. Da müssen wir den ersten rauf. So. Rollen wir den doch mal rauf. Dum, 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 da, da, da. Bisschen vorsichtig sein, weil das sind die ganzen Mistkäfer. Das sind jetzt Gegner, komischerweise. Und jetzt kommen wir schnell durch. Da ist schon wieder einer. Der geht aber auch in seine Höhle zurück. Und da hinten ist ein riesiger Käfer. Ich glaube, da kommt hier jetzt. Ja, genau. Hier ist Ende. Jetzt ist zum Teufel. Geil. So. Ja, hier sind lauter Mistkäfer die ganze Zeit. So. Im nächsten Part wird's beschissen. Warte. Muss ein bisschen leiser bringen. So. Da gehen wir in den Kackeberg rein und das ist auch sehr skurril da drin. Also. Ja. Und da hat sich ein neues Kackeberg. Wie das bis da runtergefallen ist. Ein neues Kackebällchen hat sich da produziert, mühevoll. Und jetzt lower, tiefer heißt das praktisch. Und jetzt gehen wir hier rauf mit dem Kackebällchen. Ganz nach oben, auf die Spitze des Berges. Mount Pooh. Ich habe irgendwie, wie ich das Spiel kennengelernt habe, ich immer irgendwie Pooh Farm gesagt. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich wegen der Farm dahinter, weil ich gedacht habe, das ist die einzige Ding. Aber es ist ein Berg, es ist keine Farm. Es ist, ja, gut, obwohl Puh-Farm stimmt eigentlich schon auch. Ich meine, da hinten ist ja. Alter, habe ich Glück, ich roll da einfach rauf und die ganzen Idioten sind da normalerweise. Ich meine, die werfen mir halt das runter, das Bällchen, gell? Es ist halt so, weil Baum. Wow, wir sind da. Wow, wirf das nicht. Wirf, mach das nicht, du Arsch. Du gehörst doch erschossen. Ja, toll. Wow. Ja, jetzt können wir alles wieder nochmal machen. Steckt deine Kacke drin. Dieser Idiot. Dieser blöde Jan. Da hinten ist auch Geld. Müssten, ja, komm, wir machen da sind. Und, sag, ich glaube, das geht aber auch irgendwie anders. Ja, es muss anders gehen, weil es geht gar nicht so. So. Ein bisschen Chucky wäre nicht schlecht. Und dann gehen wir darauf. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt sind wir hier drüben. Genau, und dann da so. Und dann haben wir es. Yeah. Cool. Manne, manne, manne. Kommt auch noch vor. Manne, manne, manne. Ja. YOLO. So. Gehen wir weiter.
gehen wir, was heißt weiter, wir gehen halt wieder hierher. Hier liegt überall von dem großen Käfer die Teile herum, also komisch, mysteriös. Nächster Versuch. Ich finde es aber ehrlich gesagt das Kackebällchen schöner. Ich glaube, wir werden sterben. Meine Vorsichtigkeit ganz bestimmt nicht. Weil ich bin ja nicht so ein Typ, der da jetzt einfach drauf losrollt, die Bällchen da raus, ohne vielleicht, dass irgendetwas geschieht oder so. So. Sind wir schon wieder da. Boah, bringt mich jetzt nicht um hier. Wow. Ist der auch drin? Jo. Hier passen wir jetzt nochmal auf kurz. Ah, oh, aha. Nein! Shut the fuck up! Boah, Alter, ich bekomme hier jetzt gleich einen Schreikrampf. Es ist ein verdammte Scheiße, Mann. Schuldiger. Okay, runterkommen. Es ist nichts. Wir sind gleich wieder da. Wo sind wir denn? Alter, macht mich nicht so aggressiver, wie ich schon bin. Ich bin jetzt gerade aggressiver wie ein Kaiser Mario. Und Kaiser Mario habe ich abgebrochen, weil ich Angst hatte, dass ich sehr aggressiv wäre. Das heißt abgebrochen. Pausiert. Ich mache es ja schon weiter. Macht euch keine Sorgen. Dass ihr was zum Lachen habt. Jetzt bin ich aber eh schon langsam wieder aus der Phase heraus, wo ich die ganze Depri bin. Heißt, jetzt sind die Noten wieder besser. Da passt das schon. Wie sich die Sonne da spiegelt. Na gut, es könnte doch sein, dass ich wegen einem anderen Grund Depri werde, aber... Ja, es ist wurscht. Es ist mir privat. Du dummes Viech, du. Kack doch die Wand an. Bist doch eben Miss Kevin. Scheiße, Mann. Ich bin so dumm, ich kann das nicht. Aber der Ding ist weg, gut. Panik hat sich ausgebreitet. Oh nein, nein. Wo ist denn der scheiß Kackkäfer da? Nein, der kommt jetzt da gerade raus. Shut the fuck up, Junge. Shut the fuck up. Boah, ich mach dich tot. Wieso sind wir denn eigentlich so dumm, oder ich zumindest? Nee. Ja, geh weiter. Geh durch. Geh, ja. So, jetzt gehen wir da rauf, weil da ist ein Money-Zeichen. Und zack. Aber wir haben nicht nur für das geholt, sondern auch noch für was anderes. Ja. Da hier hat man übrigens die schönste Aussicht im ganzen Spiel. Hier sieht man alle Welten. So. Fangen wir mal an kurz. Wo wir schon waren. Da waren wir nicht. Da auch noch. Also da waren wir auf jeden Fall schon. Das ist der Fledermausturm. Da waren wir schon oben. Da sind wir dann. Ja. Ich weiß nicht, den Bauernhof, glaube ich. Also die Farm sieht man hier, also nicht die ekelhafte Farm, sondern das... Na, du weißt schon, ihr wisst schon, erste Welt hat. Dann da hinten ist Krieg, da ist Grusel und da ist das Finale. Steinzeit sieht man auch nicht. So, jetzt muss ich dann nur noch mal heil runterkommen zum Kackewäldchen, gell? Das ist, glaube ich, hier. Und du verdammter Japan. Oh, Entschuldigung. Das haben keine Japaner gemacht. So. Und wir rollen das da runter. Was passiert da? Pff, macht's auf. Los. Und die Kacke Kaka. So. Esst zu dem Part, guckt euch den Part nochmal an und esst dazu, ja, Schokolade. Der hat mich nicht erwischt! Und esst dazu ein bisschen
Gummibärchen oder irgendwas braun, ja, was braunes. Schokolade oder sowas. Braune Schokolade. Vollmilchschokolade. Zu dem Part. Oder auch zum nächsten, ist mir egal. So, aber was in der Höhle passiert? Das erfahren wir im nächsten Part von Conker Life and Reloaded. Also Leute, bis dann und ciao.